Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier zu einer besonderen Ausgabe meines Taktiktrainings, denn heute mache ich das Ganze zusammen mit Jürgen, dem Schachstrategen. Hallo Jürgen, herzlich willkommen. Ja, hallo David, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist. Der Jürgen hat hier auch einen eigenen Kanal auf YouTube, den verlinke ich euch hier natürlich. Und ja, ich habe jetzt gesehen, dass der Jürgen seit einer Weile tägliches Taktiktraining macht. Und da das bei mir jetzt ja gerade ein bisschen kurz gekommen ist auf dem Kanal, dachte ich, Mensch, das ist doch eine super Chance, dass wir das mal gemeinsam machen. Ihr selbst hier einfach mal ein bisschen unsere Ideen seht und wie wir diese Aufgaben lösen. Der Jürgen ist auch ähnlich stark wie DWZ-mäßig. Wo stehst du da gerade so? Oh, von DWZ im Real Life habe ich jetzt 2209. Ja, genau. Ja, Ja, stark. also Also, deutlich unter dir. was heißt deutlich? Aber ich meine, 2-2 ist natürlich auch eine Riesenzahl. Taktikwertung ist ja hier, glaube ich, in Lead Chess auch ähnlich wie ich. Ihr seht hier, wir sind ja gerade bei 2-3-52 und werden zusammen jetzt mal heute diese Aufgaben lösen. Ja, Ziel, denke ich mal, ist für heute 2-4, oder? Die 2-4, das wäre super, hm? Also 4-5 Aufgaben müssen wir wahrscheinlich lösen, fehlerfrei. Richtig, ja, das ist immer natürlich das Problem. Gut, würde ich sagen, legen wir mal los. Folgende Stellung Alles klar. hier. Schwarz hat gerade mit dem Turm auf E6 geschlagen und wir sind dran als Weißer. Ja, wie würdest du jetzt rangehen mit deiner Schlag- und Schachvariantenauswahl, ne? Genau, da hatten wir ja gerade schon kurz vorher ein bisschen drüber gesprochen, dass es ja diese Schlag- und Schachgebotsregeln gibt, dass man gerade bei Taktikaufgaben natürlich sowas immer zuerst prüfen kann, die Schachs und die Schlagzüge. Das ist auf jeden Fall eine gute Methode. Je stärker man wird, weicht man natürlich auch ein bisschen davon ab, dass man ein bisschen intuitiv rangeht. Also das Erste, was ich mache, ist immer bestimmt so eine halbe Minute intuitiv drauf gucken, ob ich irgendwas sehe. Ich würde Ja. vor allem auch einmal kurz vielleicht auch das Material durchzählen. Das habe ich nämlich auch gelernt, dass es manchmal ja auch reicht, wenn man mehr Material hat. Aber das sieht ja nicht so gut aus hier. Ich glaube, wir haben einen Läufer weniger oder einen Springer vielmehr. Und wenn wir den Turm nicht wieder nehmen, haben wir sogar genau, den haben wir auch noch gerade weniger. Das heißt, darüber werden wir hier nicht kommen, über die Materie. Da müssen wir schon ein bisschen wirklich was hier rausholen. Ja, gut, wir können den Turm mit Tempo zurückbekommen. Haben dadurch auch den Bauern auf E6 stehen und das Feld F7 ist als möglicher Fluchtweg vielleicht für den König schon mal weggenommen. Dieser Bauer hat das Potenzial, vielleicht selber auch gefährlich zu werden. Bisschen ärgert mich, dass der Springer auf F5 noch ganz gut da steht und den H6 noch mitdeckt und den G7. Naja, Thomas 6 ist natürlich eine schöne Idee, mal durch die Fesselung des Läufers. Ich weiß, ich sehe es jetzt gerade nicht. Machst du theoretisch Pfeile bei dir und zeigst an Ich kann die mit Pfeile, Festungen und genau, sowas? ich kann die Pfeile machen. Wo hättest du denn gern einen? Ach so, hier, Erstmal auf H8. genau. Wir machen hier mal hier haben wir diese Fesselung des Läufers. Und deswegen könnte mal eine Idee sein, mit dem Turm auf A6 zu nehmen. Leider haben wir da gerade noch eine ganze Menge Verteidiger, den Turm und den Springer, die alle diesen H6 noch decken. Genau. Na Wenn, gut. was haben wir an Schachmöglichkeiten? Nur Läufer G7, ne? Genau, Turm A6 fällt wahrscheinlich aus und Läufer G7 sieht nach Springer G7 auf den. Ach so, aber dann hängt natürlich der H6. Ach nee, der H6 hängt noch nicht, weil der Turm den noch deckt. Die Frage ist doch, ob Aber wir das den nicht könnte. einfach erstmal. Also der natürliche Zug ist ja, also das Problem ist ja, wenn wir den nicht nehmen, dann müssten wir schon einen Zauberzug irgendwie zeigen. Weil sonst ist der einfach weg und dieser Turm, der deckt ja hier auch noch alles. Und letzten Endes, ich denke, wir gewinnen ja erstmal zumindest ein Tempo. Ne? Die Dame muss ja. Oh, guck mal, ich habe eine Idee. Wenn wir auf E6 schlagen und die Dame ist dann angegriffen, muss wohin Ich auch immer nehme ziehen, mal, genau, E7. E7 wäre wahrscheinlich das Logische, da hält sie am ehesten die Figuren hier zusammen. Genau, und dann denke ich mal, dass der E6 das Feld F7 wirklich unter Kontrolle hat, dass wir dann Läufer schlägt G7 spielen können. Arsch. Denn wenn der Springer muss ja, oder muss nicht, aber wenn der Springer schlägt, haben wir Turm H6 Schach. König G8. G8. Und die Dame kommt hier, ne?
Das wäre so eine Variante, die ich jetzt erstmal. Sieht sehr gut. Es kombiniert ja im Prinzip auch so ein bisschen unsere Ideen. Und es ist ja auch egal, wo die Dame eigentlich hingeht. Ja, sie hat keinen Schach, Sie hat kein, kann das ist nichts immer gut zu angreifen. prüfen. Sie kann nichts angreifen, hat kein Schach. Und das nächste, und Läufer G7 ist dann und Springer, das ist ja alles forciert. Ja, wenn ich Also. jetzt in der Partie wäre, also ist forciert wahrscheinlich in der Form, dass wir als Weißer kaum eine Alternative haben. Ich würde mir als Schwarzer dann wahrscheinlich Gedanken machen, ob ich nicht die Dame abgeben würde auf G7 und ob ich da eine Festung oder irgendwas aufbauen könnte. Aber das hat wahrscheinlich Ja. nicht viel mit der Taktikaufgabe zu tun. Nee, aber du hast recht. Aber ich meine, wir haben ja auch noch jetzt hier dann einen riesen Freibauern als Trumpf. Stimmt, den haben wir auch noch. Da. Ja, stimmt. Den hatte ich ganz vergessen. Gut, da ich jetzt ja auch überhaupt gar keine andere Idee habe, die irgendwie im Ansatzweise funktioniert, würde ich sagen, starten wir damit, oder? Machen wir los. Gut, das ist schon mal der beste Zug. Okay, Dame E7, wie wir vermutet hatten. Und jetzt sollten wir unsere Variante nochmal prüfen. Also Läufer G7. Den muss Schwarz auf jeden Fall nehmen. Ansonsten läuft er hier in viele, also sonst fällt ja auch noch der Turm hinterher. Genau. Und mit der Dame, gut, dann fällt halt die ganze, dann haben wir ja immerhin Dame gegen Turm plus, wir haben auch zwei verbundene Freibauern übrigens. Oh, ja. Das sollte reichen. Alles klar, dann. Also muss der Springer nehmen. Ein letzter Check. Turm schlägt. Schach. Er muss nach hier. Dame schlägt H7. Und das ist schön, wenn es natürlich alles so forciert ist. Mit Schachs, mit Genau, Schlagen, genau, da gibt es nicht genau. ganz so viel zu rechnen. Also, legen wir los, wa? Drück die Daumen. Letzter Zug. Ja, er gibt jetzt tatsächlich die Dame. Ja, siehst du, siehst du. Hier sollte man übrigens dann immer nicht sofort gleich losschlagen, sondern einmal noch kurz gucken. Manchmal gibt es dann doch noch einen kleinen Trick. Aber hier sehe ich jetzt keinen. Trotzdem Nee. nochmal 2 Sekunden schauen. Genau, Denkt diese nichts. automatischen Züge. Ne? Wer hat das? Der Yusupov, glaube ich, ne? Der hat das mit diesem automatischen Zurückschlagen oder Schlagen ja auch irgendwie eingeführt, dass man da nochmal nachdenken sollte. Und diesen Reflexzug, glaube ich, hat er das genannt, nicht reflexmäßig ziehen sollte, sondern immer bei jedem Zug nochmal reingucken sollte. Absolut, im Prinzip auch vor allem, wenn man mal bedenkt, dass es nur 10 Sekunden sind oder so, die man es dann macht. Und das ist ja kein großer Faktor, aber es kann ein Riesenfaktor in der Partie sein, von auf einmal ein Verlust zu eben, dass man es auf einmal erkennt und doch nicht verliert. Aber hier, die Dame hängt nicht, es droht nichts. Ja. Nehmen wir mit. Ja, Training, Aufgabe korrekt. 4 Punkte. Guck mal, da brauchen wir nur noch 10, 15 Aufgaben. Läuft. Wir hatten langen Abend. So, H3, unser Läufer ist angegriffen. Ja. Gut, es ist ja Aber natürlich der auch da. Läufer, ja, Ja, sag du. der Läufer deckt ja noch den D7. Und wenn wir jetzt Aktionen mit Turm B8 starten und er kommt mit Dame C6, hätte er ja theoretisch den Gegenangriff auf den D7, wenn wir jetzt frühzeitig auf F3 schlagen würden. Ja, also ich denke, genau, es ist ja eine Taktikaufgabe und die Idee ist jetzt sicherlich nicht, den Läufer einfach wegzuziehen, sondern zu tauschen, sondern du bist da auch einer Spur auf dem Weg, der ich folge, irgendwie hier die Dame. Die Genau, Dame sieht das. doch schon sehr, also ich würde, was ist denn, wenn wir mal direkt auf die Dame, also du mit Turm B8 willst du ja drauf gehen, Genau. da haben wir natürlich das Problem, dass er auf A7 auch sonst nehmen kann. Dann hängt natürlich der Läufer auf B5 vielleicht, aber. Ich dachte Springer C5 Auch das ist eine sehr gute. Ah, könnte. Springer C5, Dame C6, Läufer D7. Ist die Dame schon weg? Ja, und auf. Ich dachte irgendwie auch, dass sie nämlich dachte, da hat der Läufer D. Springer C5, Dame C6. Läufer D7. Dame Dame E5 D5. geht noch. Und dann. Dann hängt der B5 aber auf alle Fälle. Ah, genau, weil die fünfte Weil Reihe in dieser anderen unterbrochen Variante, ist. wenn du Genau. Turm B8 spielst, kann ich nämlich, glaube ich, Dame D5 spielen. Ich glaube, Turm B8 funktioniert nicht, weil ich Dame B5, D5 spielen kann und dann vielleicht auch zurückgehen kann nach D3. Dass ich meine Dame da irgendwie, also jetzt mal vielleicht wieder ein paar Pfeile, dass ich meine Dame irgendwie so Ja. zurückhole und immer das Auge auf den Läufer habe. Ja, genau. Und wir haben den Vorteil bei
Springer C5, die Dame hat nur ein Feld. Genau, Das heißt, zwei die noch. Auswahl ist wieder. Nee, A6 nicht, wegen Ja, Springer genau, ich meine, C5 reicht das D5 hat ja. sie noch. Ja, okay. Aber da können wir einfach Läufer E6 Aber spielen. genau, weil Dame D3 dann nicht geht, dann muss die Dame doch wieder C6. nach Und C6. dann können wir. Und dann geht Läufer D7 wieder. Ne? Sieht gut aus. Wir haben eine Idee. Genau, nochmal, also nochmal ein kleiner Check, ob die Dame nicht doch woanders hin kann. Sieht nichts aus. Sie hat nur diese beiden Felder und jeweils ist auch alles ziemlich forciert. Mit Läufer E6 und Läufer D7 greifen wir jeweils die Dame sofort an. Und die hat doch immer nur einzige Felder. Und das macht natürlich So sehe ich wieder das auch. einfacher. Ja, würde ich sagen. Ja, Risiko. So, genau. Jetzt auch hier nochmal der kleine Check. Hier wollten wir jetzt Läufer D7 spielen. Sieht immer noch sehr gut aus. Ist noch durch den Springer gedeckt. Kein Problem. Die Dame hat nur noch ein Feld und dann hängt der Läufer. Genau, und wenn dann so Zwischenzüge oder Nachläufer B5, dann so B4-Geschichten folgen würden. Nach dem Motto, der Springer muss weg und der Läufer auf B5 wäre ungedeckt, haben wir immer noch Springer D3 mit Zwischenschach und können damit alle Figuren retten. Ja, stimmt. Und vielleicht auch sogar C. Ah, C6 ist die Dame weg, Ach, ne? vielleicht sogar weg. Ah, das hatte ich gar nicht. Okay, das hatte ich gar nicht gesehen, dass sie weg. Okay. Meine Idee war nur, den Läufer dann zu decken auf B5, damit wir danach weg können mit dem Springer zur Not. Also immer so eine Backup-Varianten. Wenn wir eine Figur mehr haben, dann reicht mir das. Dann, aber gut, Läufer D7. Ne? Das sieht. Ja. Okay, er gibt jetzt hier gleich die ganze Dame, Ja. die auch hier, okay, Josipov-Regel. Ja. Nochmal, ja, wollen wir ja wirklich dann auch danach leben. Macht schon Sinn, nochmal kurz reinzugucken, aber gut, was wollen wir hier machen? Er hat uns gerade hier eine Figur weggeschlagen, hier hängt eine ganze Dame, sonst droht weit und Die breit nehmen wir. nichts. Ne? Ja. Ja, läuft. 5 Punkte gewonnen. Und super. Wow, okay. Oh, hier stehen wir gleich auf Matt. Das wird was Forciertes werden. Genau, das ist natürlich hier spannend. Wir können ja erstmal gucken, ob es ist es wirklich matt. Und die Dame deckt ja noch H3. Ja. Hat Schwarz jetzt direkt einen Killer? Weiß ich nicht. Wenn Schwarz am Zug wäre, könnte er vielleicht mit Turm G1 und Dame E4 Operationen. Wow. Geht da irgendwas? Wow, das sieht natürlich sehr gefährlich. Turm G1 Schach. Ich nehme mit dem Turm von Muss mir. mit dem Turm, ne? Weil mit dem Läufer würde nicht gehen, wegen Dame E4 Schach und dann Dame G2 Matt. Also könnte man, ich zähle es mal, materiell scheinen wir hier Ja. nicht weniger, also einen Bauern haben wir weniger, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Und Ja, wenn der ist nicht, nicht wichtig. wenn nicht matt droht, also Turm G1, bin ich, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich. Wir nehmen den mit dem Turm. Du Ja, spielst das genau. Dame E4 und ich kann König. Dann kommt Läufer G1 mit Schach. Kann der Springer. Ach nee, da Und steht dann ein ist Turm. da. Hä, nee, ach so, dann nimmst du den. Ach, dann nimmst du den weg. Und dann ist auf Ja, G2 und am Ende dann. matt. Genau. Also Schwarz droht definitiv ein Matt. Turm Wir haben G1, jetzt zwei Aufgaben in einer hier. Turm G1 ist wahrscheinlich Springer G1 und ach so, Dame E4 und König H2 und dann setze ich auf G2 matt. Genau. Okay, also gut. Das ist aber auch schon mal wichtig herauszufinden, ob das dann wirklich matt ist. Aber ich glaube Wir müssen jetzt, uns beeilen. dass Turm G1 durchaus matt ist. Das heißt, wir müssen hier was finden. Das heißt, wir könnten nicht einfach hier, sonst mit Dame F5 oder sowas könnte man sich. Aber könnte man sich doch überlegen. Dame F5 kann man sich tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, kann man sich nicht überlegen, aber Dame F5 kann man sich überlegen, weil es ja den E4 deckt. Ah, super, ne? Genau. Weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber. Ja. Wir haben jetzt aber. Wir haben auch diesen riesen Freibauern und sowas, ne? Wenn wir hier. Wir müssen hier vielleicht nicht unbedingt. Also ich wüsste nicht, wie wir ihn hier matt setzen. Wir haben ja auch nicht so viele Ich habe auch. Angreifer, wir haben auch nicht so viele Angreifer irgendwie, ne? Nee. Vielleicht ist Dame F5 wirklich ein starker Zug, weil er das H7 matt selber erstmal abwehren muss. Und selber hat er keine Drohung, weil E4 gedeckt ist und H3 gedeckt bleibt.
Ach so, jetzt habe ich noch eine. Zumindest jetzt, wenn wir den Turm irgendwie ablenken, hatte ich gesehen. Ja. Was ist denn, wenn wir hier die Dame. Was wird das eine Lösung sein, wenn wir die Dame für zwei Türme hier geben? Wie erreichen wir das? Ach Quatsch, ja, danke. Ich dachte, ich nehme den und ich dachte, der König muss schlagen. Ja, gut, dass wir das nochmal prüfen. Der Turm kann natürlich auch. Gut, nee, das ist natürlich Quatsch. Also bleiben wir mal bei Dame F5, oder? Dame F5 als erste Idee. Ja, Droht erstmal Matt auf Hauptzug, genau. H7. Und das sollte alle. Es deckt ja sowohl Dame F5 deckt F3 und E4. Genau. Und der F2 ist auch noch Und der angegriffen. F2 ist dann zusätzlich irgendwann auch nochmal angegriffen. Der Theoretisch. H3 bleibt gedeckt und H7 hängt. Das heißt, das erfüllt eine ganze Menge da, die Dame. Und Schwarz muss sich um dieses Matt kümmern. Wie macht er das? Jetzt geht Turm G1 nicht. Turm Also G1 bleibt geht nur. nicht. Er muss irgendwas dazwischen ziehen auf G6 oder auf G7, oder? Genau. Ach so, und Dann, dann. wenn er den Ah, und Turm den von darf er nicht 2, wegziehen. genau, dann hängt er nämlich der F2. Also muss Also er muss er den den nehmen. Aber anderen wenn er den nehmen. nimmt, hat er ein Problem, weil dann das Grundreihenschach kommt. Ja, sagen wir mal Turm 8 G7, Turm 8 Turm G7, C8 Turm Schach. C8 Schach. Dann wäre Ach, Turm dann geht er G8. wieder zurück und du sagst, das ist gar kein. Ach so, und dann. Nee. Ja, dann tausche ich den aber auf G8. Und dann hast du ein Problem. Wenn Und du dann hängt den er auf F2, mit ne? dem König nimmst, hängt dann der. Und wenn dann der Turm nimmt, ich mache mal den Pfeiler weg, dann hängt der Ja, F2. ja. Also ich glaube, wir haben jetzt Ah, oder eine super. Idee gefunden, dass wir mit Dame F5, er Ja. kriegt ein Problem hier mit sein, also sein, obwohl er viele Züge hat, um G6 und G7 und irgendwie dieses Matt zu decken, er kriegt ein Problem mit seinen Türmen. Und die Idee ist am Ende, diesen Läufer abzuholen. Irgendwie Super. diesen Turm abzulenken. Dame F5, Oder? starker Zug, glaube Es ich. war wirklich intuitiv, weil ich nur gesehen habe, es deckt den E4 und ist rot matt. Aber es ist, ich finde es auch spannend, wie man bei so einen Aufgaben manchmal die taktische Idee erst findet im Laufe der Aufgabe. Ja, ich denke auch. Zumal wir uns ja hier auch noch verteidigen mussten. Absolut, also das Ding ist Dame, und das sind natürlich die besten Züge. Ich denke tatsächlich manchmal, ich habe mal gelesen, ein sehr guter Zug erfüllt wenigstens drei Funktionen. Und ich versuche das Ui. manchmal in der, ich meine, es ist nicht immer möglich und es ist auch gar nicht immer so, aber manchmal gucke ich schon danach, ob es ein Zug, so ein, oder fällt mir auf einmal auf, oh, dieser Zug ist hier aber ziemlich multifunktional und der Zug ist ja auf jeden Fall sehr multifunktional durch Haben wir denn Alternativen? H7. Überhaupt irgendwelche? Ich sehe auch, also da Nee. wir ja dieses, also da wir dieses Matt verhindern müssen, das ist schon schwierig genug. Ja, genau. Also selbst wenn wir jetzt nur die Aufgabe hätten, halt so lange durch wie möglich, ist das schon schwierig, finde ich. Irgendwas anderes. Unser Turm kann, weiß ich nicht, sowas wie Turm C4 würde zumindest noch den E4 decken, aber den wollen wir da natürlich nicht wegziehen. Springer C3 würde vielleicht den E4 decken, wobei ich auch nicht, wir sollten das Feld G3 nicht freimachen. Ja, und das fällt G1 auch Ah, nicht. das Feld G1, ah, da siehst du, ich lasse mich da schon wieder auf G1 matt setzen. Nee, wir müssen Dame F5. Wir haben keine Option, oder? Sehe ich auch so, weil, und sowas geht natürlich gar nicht, den H3 müssen wir immer gedeckt halten. Ja, Dame Genau. F5 und das Ja, lass uns halt mal riskieren, ne? bester Zug, so, genau, und jetzt kurz checken, aber jetzt sollten Was wir macht er eigentlich denn? einfach den Läufer nehmen können. G1 ist, Aber Vorsicht. ja. Nicht mit der Dame schlagen, oder? Ach so, genau, mit der Dame schlagen sieht schlecht aus, dann kommt nämlich Dame H3 Schach. Wir können nicht in die G-Linie, da muss Dame H2 Schach kommen. Und dann kommt Dame schlägt Turm F1 und dann geht danach auf G1 irgendwie Genau. noch mehr flöten. Da muss auf G1 was dazwischen und dann schlägt er, setzt uns hier auf G1 auch noch matt. Oder kurz danach. Und wenn wir mit dem Turm schlagen, ist alles gedeckt, Genau, ne? sollten wir nochmal G1 prüfen. bleibt G1 ist gedeckt. wichtig, dass es gedeckt ist. H3 ist gedeckt. E4 ist gedeckt. Super. Passt. Nehmen wir weg. Ja, fertig. 8 Punkte. Oh, nur 8 Punkte für so eine schwere Aufgabe, ne? Und bei anderen, wo man gefühlt sagt, boah, die war richtig schwer, da gab es 25 Punkte. Das war Das stimmt, schon das echt, stimmt, das die stimmt. Bewertung finde ich merkwürdig manchmal. Ja. Okay, ja, läuft, oder? Das, Ja, super. schauen wir mal. Training fortsetzen. Gut.
Hier ist auf jeden Fall deutlich weniger Chaos auf dem Brett. Mal kurz Jetzt durchzählen. sehe ich gar nicht, was der letzte Zug Ach von so, der weiß letzte war. Zug war hier Turm E3. So, durchgezählt. Materiell ist komplett gleich. Was mir hier auffällt als erstes, ist dieser Läufer hier. Der ist Genau, ich hatte umgedeckt, ja, ne? das hatte ich auch in meinem Video auch mal gemacht. Es gibt diese taktischen Indikatoren, wo ich glaube von Silman ist das, die andeuten können, wo eine Taktik lauern könnte. Und das ist hauptsächlich ein schwacher Ja. König und ungedeckte Figuren. Ja, glaube ich Und auch. das viel. Da versuche ich meine Partien. Nee, sag Entschuldigung. du. Nee, ich sagte, ich wollte nur sagen, da versuche ich in meinen Partien immer darauf zu achten, dass ich meine Figuren möglichst gedeckt halte, um irgendwelche solche Taktiken rauszunehmen. Genau, und der sieht erstmal ein bisschen, ich meine, nicht, heißt nicht, dass man es direkt ausnutzen kann und vielleicht hat er auch nichts damit zu tun, aber es kann sein, dass er dass er irgendwie doch auf einmal auftaucht, weil die anderen Figuren sind hier Und wenn es alle. nur, genau, und wenn es nur in welchen Neben- oder Untervarianten, dass man dieses Tempo mitnehmen kann oder so. Die anderen Figuren sind hier nämlich alle irgendwie ganz gut gedeckt, ne? Ja, ich glaube auch. Gut, mir fällt übrigens noch so, ich sehe also hier irgendwie eine andere Idee, die ich jetzt auf einmal gesehen habe, ist dieses Gabelfeld auf C4, auch durch den Ja, ungedeckten ja. Läufer. C4 ist schon ein sehr schönes Gabelfeld und das möglicherweise Weiß große Probleme hat, wenn wir jetzt direkt dieses Feld ansteuern. Ja. Das ist auch positionell natürlich, ne? Laut deinen Videos, das Feld vor dem Isolani und vor dem rückständigen Bauern, das Feld vor dem Bauern Genau. entsprechend immer zu Ja, kommt besetzen. natürlich noch. Die rückständigen Bauern kommen noch, aber da genau, da nimmst du natürlich schon was Okay. vorweg. Das genau, das ist auf jeden Fall. Und das Gute ist natürlich, er kann der einzige Zug von Weiß, um dieses Feld sinnvoll zu decken. Den sollte man natürlich einmal prüfen. Das funktioniert jetzt nicht. Dann komm. Genau, haben wir gegen diese Überstellung und dann. Ja, genau. So, das heißt, er kann nur versuchen, seine Figuren wegzuziehen, zum Beispiel Dame C1. Genau, damit, also er muss sowohl seinen Turm wegziehen und im nächsten Zug, also, und muss dafür sorgen, dass die Dame dann wegzieht und den Läufer deckt. Und deswegen ist Dame C1 Genau. sicherlich eine sinnvolle Idee. Und dann könnte aber gleich was in der E-Linie passieren, mit der damit C1 Ja, Springer ich würde aber 5. Springer C4 dann noch Genau, den meine einschieben, ich. wegen dem Den Tempo. streuen wir ein, dann kommt ja wahrscheinlich Tommy 1, sieht sehr. Genau. Und dann würde mal mindestens auf F3 schon mal dieser Bauer in Anführungsstrichen hängen, weil wenn der Bauer einfach zurückschlüge, könnten wir auf E1 zwischentauschen und die Dame von A3 ablenken. Also muss er zuerst auf E8 schlagen, schlagen wir zurück. Dann schlägt er und dann haben wir ja entweder auf F3 schon oder das sieht einfach zu gut aus. Ne? Dann kann man immer noch gucken, was man gewinnt. Also ein Bauern ist mindestens. So, okay, und das kann er ja auch. Ich hatte jetzt noch eine kleine Zug. Ich meine, es sieht schon gut aus. Mir fiel auf einmal die Zugvariation ein, wenn ich erst auf F3 nehme. Mit der Idee, C4 nicht über A5 anzusteuern, sondern über E5. Also wenn ich jetzt auf Sehr gut. F3 nehme, dann. Ach so, er könnte natürlich einfach den Turm wieder nehmen. Ach so. Ja, schlägt mit dem Turm, dann Springer E5 und dann Turm G3, weil dann Springer C4, Dame H6. Ja, genau. Okay, das ist auch Quatsch. Er kann mit dem Tor. Ich dachte, er müsste mit dem Bau. Wenn er mit dem Bauern wieder schlägt, dann wäre das interessant. Aber nee, ich meine, Springer 5 war ja eigentlich auch schon. Ja. Eigentlich war das überzeugend. Aber ist ja egal, wie rum er das macht. Wenn er seinen Turm erst wegzieht. Können wir Genau. trotzdem erstmal Springer C4 einstreuen? Ja. Er muss weg und wir nehmen dann Und mindestens er muss auf den F3. Dann gewinnen. mindestens einbauen. Mindestens. Ja, und zusätzlich aber eine ziemlich kaputte.
Genau, der H3 hängt immer noch. Wir drohen Turm E2 anschließend, weil der A3 ja auch noch immer gedeckt sein muss. Also das ist doch eine überragende Stellung. Turm E6, G6 droht vielleicht mal. Denke ich auch. Also mich überzeugt das auch sehr. Und vor allem auch hier sehe ich jetzt keine andere Idee. Selbst wenn er die Quali gibt auf E4, haben wir halt eine Quali gewonnen. Ne? Ja, Ist auch gut, ja, gut. das ist, kann ja nicht. Ja. Nee, sieht gut aus. Also auf den ersten Blick. Gut, genau. Also die Idee ist ja einfach dann die Überlastung dieser Figuren. Wenn C4, die hängen ja alle und am Ende hängt der F3. Wir stehen ja einfach. Diese Drohung sollte man nicht zu schnell hier aufgeben, wenn man nichts dafür Genau. bekommt. Gut. Den zweiten Teil, liebe Leute, findet ihr auf dem Kanal von Jürgen, dem Schachstrategen. Den verlinke ich hier unten auch in der Description. Und ansonsten könnt ihr auch gleich in der Endanimation einfach auf das Video klicken. Guckt mal vorbei bei Jürgen, dem Schachstrategen. Toller Kanal, lohnt sich. Viel Spaß damit, macht's gut, euer Schachpanda.